das ist die Dame. 1, 2, 3, habe ich deinen Turm erwischt. Wieder an. Das macht ihr immer noch den größten Spaß, andere aufs Kreuz zu legen. Und es gelingt ihr immer noch. Das hast du aber falsch gemacht. Ja? Warum? Ja. Wieso? Was habe ich noch falsch gemacht? Weil ich dir Schach sage. Siehste. 101 Jahre ist sie alt, Ella Kastner. Schach ist eine ihrer Leidenschaften. Vor mehr als 90 Jahren hat sie es von ihrem strengen Vater gelernt. Heute spielt sie es mit ihrem Enkel. Mit ihm und seinem Freund wohnt sie hier in Berlin, Tegeler See, seit nun mehr als 20 Jahren. Günther, ihr Lieblingsenkel, ist bei ihr aufgewachsen und heute ist er für sie, seine Oma, da, rund um die Uhr. Sie ist glücklich hier, aber einen Wunsch hätte sie. Ich wünsche mir, dass er noch lange lebe, aber mit meinem lieben Günther als Begleitperson. Aber es ist für mich in Ordnung, es ist ja auch schön, weil ich bin bei ihr aufgewachsen und ich habe viel zu verdanken, finde ich. Und jetzt kann ich halt das zurückgeben, was sie mir gegeben hat. Zwei Weltkriege hat sie erlebt. Fast 100 Jahre alt sind die Fotos ihrer Familie und ihrer Geschwister. Ella, die Mittlere, lernte Friseuse, heiratete, bekam 4 Kinder, arbeitete als Haushaltshilfe. Sie hat sie alle überlebt, die Geschwister, selbst ihre 4 Kinder. Es bleiben noch Enkel, Urenkel und Ururenkel und eine große Familie. Sie sind die Einzige, die noch übrig ist. Ich bin nur da. Haben Sie keine Angst? Überhaupt nicht, ich fühl mich ja nicht. Der tägliche Ausflug an den Tegeler See, sie läuft uns fast davon. Ist dir kalt? Nee. Sie ist fit mit ihren 101 Jahren, trotz ihrer leichten Demenz. Mut zu allem Neuen, sagt sie, halte sie am Leben. Und das bietet ihr Günther. Seit er für ein Touristikunternehmen arbeitet, ist sie mit ihm auf Achse, rund um den Globus. Mit 80 Jahren fing Ella an zu reisen. Von China bis Bali, von Island, der Türkei und den Bahamas bis zu den Everglades in Florida. Oh, jetzt habe ich Glück auf Erden. Ja, ich würde auch mitgenommen, aber die dürfen auch froh sein, weil ich ja mitgehe. Also ehrlich gesagt, wäre es der Oma, glaube ich, wurscht, wo sie ist. Sie genießt den Tag und sie genießt die Reisen. Und solange ich immer dabei bin und ich sie morgens weg, dann ist es ja okay. Jeder ihrer Geburtstage ist zu einem Fest geworden. Es könnte ja immer der letzte sein. Und Ella liebt es, wenn ein bisschen was los ist. Das sei Leben, sagt sie, besser als jede Medizin. Ja, da muss ein Leben sein. Das ist angeboren, wenn man zum Leben sich bewegt und will mitmachen und will einfach was erleben. Wenn auch einmal ein bisschen so ein Zwickel drin ist, das muss die überwinden können. So schlimm ist es nicht. Und damit das so bleibt, sind für den Alltag auch noch andere da, wie Heike Kunert, die Krankenschwester. Jeden Morgen kommt sie. Inzwischen ist sie eine gute Freundin geworden, die auch schon mit auf Reisen war. Der ist okay, Frau Kastner. Völlig gesund. Nur mit dem Appetit, da schwächelt sie ein bisschen. Und wie viele Vögel waren heute da schon? Es braucht liebevolle Tricks, um sie zum Essen und Trinken zu bewegen. Na, für die Vögel noch, Frau Kastner? Ein bisschen noch. Das ist ja nicht so viel. Drossel. Fink. Genau. Wie kann man mit über 100 Jahren noch so viel Lebensenergie haben? Sie ist immer gefordert. Sie hat gar keine Zeit, drüber nachzudenken, wie alt sie ist. Ist das das Geheimnis? Ich würde sagen, ja. Und doch weiß auch Ella Kastner, dass das Leben endlich ist. Wenn es heißt, morgen müsst ihr sterben, na ja, kehrt man halt. Wie oft denken Sie denn daran, dass Sie sterben müssen oder an den Tod? Ich denke noch gar nicht dran, ich möchte wandern, ich möchte noch mit, ich möchte in die Höhe, von oben runter gucken. Aber es tut mir auch nichts weh. Hier auf dem Berliner Volksfest geht's in die Höhe. Hier kann sie runterschauen auf die Welt und das Leben, das ihr noch so gut gefällt. Selbst der Regen macht an diesem Nachmittag für Ella Kastner, ihre Freunde und angereisten Verwandten eine Pause. Und beim bayerischen Abendessen bestimmt sie, wann Schluss ist, wann es nach Hause geht.
Wie lang? Das weiß ich noch nicht, wie lang. Ich gehe erst mit euch heim, sagt sie. Ella Kastner ist übrigens nach den Dreharbeiten mit Günther nach Bhutan geflogen und gesund wieder in Berlin gelandet.